Dritte Liga live auf Telekom Sport. Präsentiert von bwin. Fortuna Köln empfing den FC Energie Cottbus. Ja, es war Spiel 1 nach Uwe Kuschinat, der die Fortuna nach über 7 Jahren verließ. Und es war Spiel 1 für Interimstrainer André Filipovic, der 36-Jährige, bei den Kölnern an der Seitenlinie. Die Fortuna, letzter der Heimtabelle, begann gut über die traditionell starke rechte Seite. Eberwein auf Hartmann, das 1:0. Für die Kölner in der 6. Minute. Wieder mal klappte es über rechts. Eberwein setzte sich durch gegen den 18-jährigen Schneider, der zum ersten Mal in der 3. Liga von Beginn an spielte. Und dann Hartmann im Zentrum nutzte seinen Raum mit all seiner Erfahrung zum 1:0, sein 3. Saisontor. Also frühe Führung, genau das wollte Wollitz vermeiden. Er trainierte einst Viktoria Köln. Er spielte beim 1. FC Köln. Bei der Fortuna war er nie. Seine Mannschaft zeigte eine Reaktion. Konkret Tim Kruse, 8. Minute nach Eckball, aber stark gehalten von Nikolai Rehnen im Tor der Fortuna, war nicht so leicht zu halten. Andere Seite, Ecke Kurt mit Maske nach Nasenbeinbruch und dann Uafero, der Innenverteidiger mit vorne, und er knallt ihn rein unters Dach, wie die Fußballer sagen, in der 16. Minute zum 2:0. Schauen Sie mal, Uaferos ärgster Gegner war der eigene Mitspieler Brandenburger, der auch zum Ball ging, aber Uafero setzte sich durch, sozusagen gegen den eigenen Mann. Pausenführung also für den Interimstrainer André Filipovic. Lipovic. Die Fortuna-Fans schnupperten am Heimsieg. Foul aber dann in der 2. Hälfte an Weidlich. Freistoß für die Cottbusser. Der Ball landet bei Weidlich und der trifft. Anschlusstreffer für Energie Cottbus, 57. Minute, erstes Drittligator im 12. Spiel für Weidlich, und Cottbus wieder drin im Spiel. Nach einer Standardsituation, Freistoß kam von Lasse Schlüter. Die Cottbusser in den letzten 3 Auswärtsspielen ohne eigenes Tor. Jetzt hatten sie getroffen und wollten nachlegen. Legten auch zu. Vitaritti mit dem Schuss. Rehnen lässt klatschen. Und Mamba kommt nicht ran. Es war Bernard Kier, der klärte für die Fortuna. Tja, Wollitz, wenn du sowas nicht reinmachst, dann verlierst du am Ende. Und genau so kam es. Per Zufall landet der Ball bei Hartmann. Hartmann, es ging wieder mal über rechts bei der Fortuna. Schön zurückgelegt auf Scheu, und Scheu lässt sich nicht stoppen, setzt sich durch gegen 3 Mann und rumst ihn rein zum 3:1 in der 76. Minute. Scheu kam letztes Jahr aus Offenbach, hat den Sprung aus der Regionalliga in die 3. Liga längst geschafft, ist ein Leistungsträger bei der Fortuna, sein schon 5. Saisontor. Das Spiel damit entschieden, aber es gab noch 2 Ausrufezeichen. Starzev kam zu spät gegen Eberwein, faulte ihn. Wo gelb Dicke gelangt hätte, gab der sonst gute Schiedsrichter Haselberger glatt rot. Eine deutlich zu strenge Entscheidung zu Ungunsten der Cottbusser. Und dann das emotionale Finale. Moritz Exlager nach 2 Kreuzbandrissen und über 1,5 Jahren Spielpause gab er sein Comeback mit dazu. Zu sehr speziellen Glücksgefühlen. Heute war es soweit, dann noch zu Hause, dann noch gewonnen. Also, ja, was soll ich sagen? Ich habe gerade sehr, sehr dicke Eier, muss ich sagen. Klar haben wir nicht alles übernommen von Uwe Kuschinat, weil wir können ihn nicht kopieren. Deshalb andere Ansprachen, wir haben natürlich ein paar Stellschrauben verändert. Ja, und es hat zum Glück funktioniert. Fortuna Köln gewinnt das erste Spiel nach Uwe Kuschinat und holt den ersten Heimsieg seit 2. September, den erst 2. Heimsieg in der laufenden Saison.